Hey Mann, willkommen, schön, dass du wieder da bist auf meinem Channel. Heute mal von meinem Sessel, von dem ich immer in Geschichten so viel erzähle, auf dem schon viele magische und weniger magische Dinge passiert sind. Heute soll es darum gehen, oder möchte ich dir einen Tipp verraten, den ich immer meinen Coaching-Teilnehmern mitgebe, die sehr schüchtern sind und sich deswegen nicht trauen, Frauen anzusprechen. Und ich weiß, dass viele Männer da draußen schüchtern sind. Und diese Schüchternheit vor dem Ansprechen kann man eben mit einem kleinen mentalen Trick durchbrechen. Den will ich dir heute mitgeben. Aber bevor du dir das Video jetzt anguckst, lad dir noch mein 5 einfache Schritte bis zu 10 Dates die Woche gratis E-Book da oben runter einfach draufklicken, dann kommst du direkt zum Download und dort bekommst du geile Informationen von mir, unter anderem wie du eine Frau verführst, wie du eine Frau verliebt machst, ganz unabhängig davon, ob du die Frau schon kennst oder ob du sie gerade erst neu kennengelernt hast. Lass uns losstarten ins Video. Also, viele Männer sind schüchtern und trauen sich deswegen nicht, Frauen anzusprechen. Das verstehe ich sehr gut, weil ich selbst von diesem Standpunkt gekommen bin. Ich erinnere mich an mein erstes Mal Frauen ansprechen auf der Straße in Hannover, wo ich weiß nicht, manche von euch kennen die Geschichte vielleicht, wo ich eine halbe Stunde hinter der Frau her war, bis ich mich dann getraut habe, sie anzusprechen. Und auch ich war schüchtern, wenn ich Frauen anspreche. Und auch ich bin manchmal immer noch schüchtern, wenn ich Frauen anspreche, weil dieser kleine mentale Trick, den ich dir gleich verraten werde, der braucht eben viel, viel Übung, bis der automatisch kommt, bis der sitzt. Und bis dahin kann es selbst den Besten passieren, dass sie mal schüchtern sind. Ich kenne auch viele Freunde von mir, die halt sehr, sehr erfolgreich mit Frauen sind, die manchmal vor einer Frau stehen, wo sie selbst so ein bisschen am Zittern sind. Und das ist in Ordnung, das ist ja auch gut so, bis zu einem gewissen Maße. Aber viele Männer, die schüchtern sind, sind so schüchtern, dass sie die Frau gar nicht ansprechen können und sie dann vorbeiziehen lassen. Und so verlierst du halt massenhaft Frauen, die theoretisch gut zu dir passen könnten. Kommen wir zum Trick. Eigentlich ist es ganz simpel, denn ich habe mit vielen Männern, die schüchtern sind, zusammengearbeitet und eine Sache, die diese Männer immer gedacht haben, war, hey, hoffentlich lehnt die Frau mich nicht ab, hoffentlich gefalle ich der Frau, hoffentlich bin ich gut genug für die Frau, hoffentlich bekomme ich ihre Telefonnummer. Das sind so ungefähr diese Gedankengänge dieser Männer gewesen und vielleicht erkennst du dich jetzt gerade selbst wieder und merkst, oh, okay, manche von diesen Gedankengängen, die habe ich eben auch. Und was wir jetzt machen oder dieser Trick, den ich dir zeigen will, ist sehr simpel. Es geht nämlich darum, sich vor dem Ansprechen auf etwas anderes zu konzentrieren, sich nicht darauf zu konzentrieren und sich zu fragen, hey, hoffentlich bekomme ich ihre Nummer, hoffentlich gefalle ich ihr, sondern sich darauf zu konzentrieren, ha, diese Frau sieht interessant aus. Hoffentlich kommen wir beide gut klar. Hoffentlich gefällt sie mir auch noch, wenn ich sie genauer kennenlerne. Hoffentlich habe ich danach auch noch Lust, mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Weil, also du siehst, es ist eine komplette Änderung. In dem einen Mindset, in dem einen Gedankenvorgang denkst du dir, hoffentlich gefalle ich ihr. Und in dem anderen denkst du dir, hey, hoffentlich gefällt sie mir auch, wenn ich sie jetzt näher kennenlerne. Und hoffentlich gefallen wir uns dann auch gegenseitig. So geht es nämlich mir, wenn ich auf Frauen zugehe. Ich sehe eine Frau und sie sieht toll aus. Es ist eine hübsche Frau, gefällt mir irgendwie, hat einen tollen Hintern, was auch immer, ein tolles Gesicht. Und dann gehe ich auf diese Frau zu und denke mir, fuck, äußerlich ist sie mein Typ. Hoffentlich gefällt sie mir auch von der Energie her, von ihrer Weiblichkeit her, von ihrem Strahlen her, von den Dingen, die sie macht, von den Dingen, die sie sagt, weil auch Frauen können super unattraktiv werden in dem Moment, wo du mit ihnen sprichst. Und deswegen denke ich mir, hoffentlich gefällt sie mir auch als Person. Und das ist ein ganz großer Unterschied, der diese Ansprechangst, diese Schüchternheit wegmacht. Weil in dem Moment brauchst du eben keine Angst mehr haben, brauchst nicht mehr schüchtern zu sein, weil es geht gar nicht mehr darum, dass du angenommen wirst, dass du akzeptiert wirst, hoffentlich mag sie mich. Es geht jetzt darum, hey, hoffentlich gefällt sie mir auch oder ich bin mal gespannt, ob sie mir immer noch gefällt, wenn ich mit ihr geredet habe. Weil seien wir mal ehrlich, vorausgesetzt du hast ein paar, ich sag mal, Ansprüche an Frauen, dann wirst du nicht jede Frau, die dir optisch gut gefällt, sofort nehmen. Vielleicht kennst du diese Frauen, ich sehe die manchmal auf Tinder, begegne die manchmal auf der Straße, diese Frauen, die sehr aufgetakelt sind, die sind so High Heels, haben sehr viel, sind sehr stark geschminkt. Und das sind zum Beispiel irgendwie immer Frauen, die mich automatisch so, da bin ich halt so, nee, irgendwie nicht. Weil die kommunizieren mir damit, hey, ich lege sehr, sehr viel Wert auf Äußeres, sehr übertrieben viel Wert auf Äußeres, bin vielleicht sogar sehr unsicher mit meinem Äußeren, weil ich mich sehr viel schminken muss. Und das spiegelt für mich schon so Persönlichkeitseigenschaften wider, auf die ich eigentlich keine Lust habe. Und
Genauso wie die Frau picky, also auch auswählend ist, wenn es um den Mann geht, der ihr gefällt, solltest du ein bisschen picky sein, was die Frauen angeht. Ja, du solltest nicht einfach sagen, hoffentlich gefalle ich irgendeiner Frau, oh mein Gott. Sondern du solltest sagen, hoffentlich gefällt mir diese Frau, die mir da optisch aufgefallen ist, auch von der Persönlichkeit her. Und wenn du mit diesem umgedrehten Interesse rangehst, wenn du schaust, hey, gefällt die Frau mir, löst die Frau was in mir aus, dann bist du auch nicht mehr schüchtern. Dann ist auch nicht mehr so eine große Angst da. Weil du hast ja nichts zu verlieren. Du musst dir keine Sorgen mehr machen, abgelehnt zu werden. Wobei du, das mal ganz nebenbei gesagt, gar nicht abgelehnt werden kannst, weil ihr unterhaltet euch wahrscheinlich 3 Minuten. Und was weiß sie wirklich von dir? Hat sie dich wirklich kennengelernt? Kann sie dich wirklich ablehnen? Wie kann jemand dich ablehnen, der 2 Minuten mit dir geredet hat? Wie kann jemand deine Persönlichkeit abnehmen, ablehnen, der 2 Minuten mit dir geredet hat? Das ist ja nicht, das macht ja gar keinen Sinn. Ihr kennt dich überhaupt nicht lange genug, die Person. Aber davon unabhängig wirkt eben dieser mentale Trick dafür, dass deine Schüchternheit weggeht und dass du aus einer ganz anderen Perspektive rangehst. Und du kennst das vielleicht, sobald du deine Perspektive wechselst, deine Sichtweise auf ein Problem oder auf etwas Bestimmtes, dann ändern sich deine kompletten Gefühle dazu. Angenommen, du wirst von deinem Job gefeuert und denkst dir, Scheiße, wie soll ich mehr Geld verdienen? Jetzt werde ich wahrscheinlich bald auf der Straße landen und werde nie wieder einen neuen Job finden. Du wirst dich schlecht fühlen. Angenommen, du wirst gefeuert und denkst dir, geil, jetzt habe ich die Möglichkeit, endlich das zu machen, was ich wirklich machen wollte und kann da meine ganze Zeit investieren. Du wirst dich toll fühlen. Und so machen 2 unterschiedliche Gedankenpositionen ein ganz unterschiedliches Gefühl. Und so wirst du auch anders fühlen, dich nicht mehr schüchtern fühlen, wenn du, bevor du die Frau ansprichst, dir denkst, hey, hoffentlich gefällt sie mir. Hoffentlich gefällt sie mir auch als Person. Ich bin mal interessiert daran, wie sie so als Person sein wird. Wenn du das denkst, bevor du sie ansprichst, dann wirst du sehen, wie die Schüchternheit sich plötzlich in Luft auflöst. Und dann kannst du die Frau oder die Frauen, Mehrzahl, die dir gefallen, auf der Straße, im Club, in der Bücherei, wo auch immer, auch ganz einfach ansprechen. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Das war's von heute. Wir sehen uns am Samstag wieder. Da habe ich ein tolles Video für dich vorbereitet. Freue mich schon, das gibt's wieder hier vom Sessel. Ich will dir auch ein bisschen den Ort zeigen, an dem die Geschichten passieren, die ich dir sonst immer erzähle. Vergiss nicht, da YouTube zu abonnieren, da verpasst du keine Videos mehr und dir das Gratis-E-Book runterzuladen. Der Link ist auch nochmal in der Beschreibung. Ansonsten kannst du nochmal vorspulen. Schön, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich darauf, dich Samstag wiederzusehen. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.